Hallo ihr Lieben, wir schreiben das Jahr 2018 und das bedeutet, die dritte Staffel von Leider Lustig wird gerade gedreht. Und da ich in der ersten und zweiten Staffel ja mitgespielt habe, möchte ich euch ein paar Einblicke nicht verwehren, bevor es mit der dritten Staffel weitergeht. Und in diesem Video hier zeige ich euch, wie es Backstage war, während der finalen Folge der ersten Staffel. Die Mitbestimmungsfolge. Ihr könnt sie auf www.zdftv.de sehen. Könnt ihr euch immer wieder angucken. Link ist unten. Aber jetzt viel Spaß bei dem Backstage-Video. Michael! Guten Morgen! Wir drehen heute die letzte Folge der ersten Staffel von Leider Lustig! Wow! Wir werden gleich abgeholt, wir müssen los. Marty, hol schon mal die letzten Klamotten aus dem Schrank. Jawohl. Es ist eine Spüle im Schrank. Und ein Kühlschrank. Und ein Herd. Es ist kein Schrank. Es ist eine Küche. Nimm die Küche mit, wir fahren los. Jawohl. Oh, wie kann man einen Tag schöner beginnen als mit Seifenblasen? Uns haben gerade Seifenblasen den Weg gekreuzt. Und wir wurden gerade abgeholt. Guck mal, die Fahrer, die werden auch immer hübscher. Naja, die Kamera muss gar nicht an sein. Gnichel ist immer im Flirt-Modus. Ich hab mit dir noch nie geflirtet. Mit Recht auch. Weil das ist auch. Ich verlange auszuschreiben. Wo ist die Tür? Mio leuse die Domingkölle. So, wir sind hier schon am Set. Wir haben auch schon die erste Szene im Kasten. Und fragt nicht, da wird sie sich gerade angeguckt. So, und wie jeden Morgen nach der Dusche erstmal in die Maske. Jeden Morgen wäre schön, oder? Hä? So ist mein Leben. So, wann kriege ich die Wimpern? Gleich. Achso. Blau, oder? Ja, hatten wir uns nicht so auf ein schönes Violett geeinigt? Oder so. Auch schön. Witzig, ne? Jetzt machst du meine Ringe unter den Augen weg und im März, wenn ich Onkel Fester spiele, dann kriege ich Ringe dran gemalt. Sind wir spät dran? Nein, ich wollte nur fragen, ob es euch gut geht. Achso, ja, oh, das ist ja nett. Ich hab die Socke über den Föhn gestülpt und dann so. Das war sie wie so ein. Da war es wieder. Du hast 7 Kilometer lange Wimpern. Unverschämt. So hat es noch nie jemand gesagt. Ja, eine Maskenfrau sagte einmal: Verschwendung am Mann. Ja, tatsächlich. Was möchtest du mit diesen 7 Kilometer langen Wimpern? 7 Kilometer finde ich auch gut. Tada. Ich möchte damit Maskenfrauen ärgern. Deswegen hast du dir die so gezüchtet. Deswegen habe ich mir die so gezüchtet, genau. Ist doch gar nicht Vatertag. Mit Schal? Ja. Es ist kalt. Toll, ich habe keinen Schal. Also kann Bier lange stehen lassen, wird auch Schal. Ah! Give me the funk 99 Funk Balloons. Yeah. Der Regisseur ist schon bereit, würde ich sagen. Ich komme mir jetzt vor wie Wild E. Coyote. Oh. Irgendwas ist anders an dir. Ich werde verkabelt. Ja. Verkabelt. Er sagt, da trägst du hier noch was drunter. Ich so, ja, oh, machst du dir Sorgen um mich wegen Kälte und so? Nee, sagt er. Nee, ich mach mir nur Sorgen um die Verkabelung. Es regnet und wir haben Außenszenen. Toll. Hier, wer hat denn die Dispo für das Wetter gemacht? Ja, das ist Anele. Aha, Anele. Okay, hier wird alles schon vorbereitet und getestet. Hm, das sieht ja schön aus. Aber das Auto auch. Ele, ich hörte, ich soll mich an dich wenden. Wer hat denn die Dispo für das Wetter gemacht? Ja, das war die Ele. Das war Werner Warner. Ach so, ja. Werner Warner. Ja, und Bugs Bunny zusammen. Ja, toll. Also müssen wir uns bei Bugs Bunny beschweren. Dieses Auto ist so geil. Ich zeige euch das mal von innen kurz. Yeah, Mann! Ja, so wird alles installiert. Und jetzt guckt euch das mal an. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ich fragte so, wo kann man denn den Sitz zurückstellen? Es geht nicht. Ich muss alle. Es ist wirklich scheißegal, wie groß man ist oder wie klein man ist. Oh Mann. Und den muss ich gleich fahren. Der Spiegel ist ja auch sehr geil. Steffi, wie groß ist die Disco-Kugel? Er fragte gerade, wie groß ist die Disco-Kugel? Meint er meine Stirn? Ja, die glänzt auf jeden Fall genauso. Verdammt. Den Kabel. So, und jetzt die Brüste. Ja, wir fahren jetzt los.
Wir sind fertig hier und wir fahren jetzt in die Bluescreen-Box. Okay, Freunde. Scheiße, da muss ich Kostüme, ne? Oh, wir kriegen jetzt Kostüme. Guck mal hier, VIP-Maske. Marti, kannst du mir mal bitte eben den Nimbo-Schlüssel reichen? Ja, der ist noch ein bisschen schmutzig. Letztes Mal hatte er eine Playstation. Ja, so werden die Pausen hier genossen. Der Witz ist, das sind die Kameraleute und die filmen auch gerade. Gleichzeitig, während sie Pause machen. Hier wird nämlich gerade gefilmt. Das wird tatsächlich verwendet, das Material, was da jetzt gedreht wird. Aber ihr werdet das sehen in der Folge. Das Einzige, wo du darauf achten musst, dass du dir da nicht reinpasst. Ich gucke hier so gucke ich und denke, da liegt eine Hand. Ich dachte, das eiskalte Händchen schon hier von Adam. Oh, nee. Es ist echt wirklich, ich liege tatsächlich manchmal gerne auf dem Boden, auch zu Hause. Ja, warum auch nicht? Lege ich mich auf den Teppich, einfach mal so. Ja, warum auch nicht? Mach ich auch. Liegst du gut? Ich liege hervorragend. Ja. Stehst du gut? Ja, ich stehe sehr gut. Ich habe von hier eine sehr schöne Aussicht unter dem Tisch. Das freut mich für dich. Danke an das nette Team hier. War ziemlich geil und danke, dass sie noch so schnell mich zum Bahnhof fährt. Wie ihr seht, war das Team unglaublich toll und es macht auch wirklich unglaublich Spaß, mit ihnen zu drehen. Und in der nächsten Folge zeige ich, wie mein Dreh mit Santiago Ziesma war, der deutschen Stimme von SpongeBob. Einen wunderschönen guten Morgen. Bis dann. Macht's gut. Rock'n'Roll. Jetzt ist es raus. Oh, verdammt.